So, hallo und herzlich willkommen zu. Genau, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Was ist hier los? Mein Güte, lass mich jetzt mal Intro in Ruhe machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bioshock 2. Und ja, ich bin wieder entbannt. Woo, yeah, würde ich mal sagen. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ist, wo bin ich hier? Ja, wo bin ich hier? Ist die Frage. Ich weiß, ihr könnt das nicht beantworten, aber ich versuche das gerade herauszufinden. Eventuell kurz so gucken. Ja, ich habe zwei Sachen bemerkt. Erstens habe ich nochmal mein Mikrofon mir angeschaut und habe festgestellt, dass ich einen integrierten Popschutz habe. Heißt, dass ich eventuell so die ganze Zeit ohne Popschutz noch einen Popschutz reden kann. Ich werde das jetzt mal so austesten und wenn ich merke, dass es in der nächsten Folge, also wenn ich halt die ganze Zeit dieses Geräusch mache, so dieses halt, ne, oder ne, so, und ich dann merke, dann werde ich wieder den Popschutz drauf machen, den ich die ganze Zeit schon hatte. Nichtsdestotrotz, ich mache mich hier ans Werk. Warum kann ich hier nicht plündern? Wo bin ich hier? Weißt du das vielleicht? Ich sag nur eines, auf dich würde ich keinen Pfifferling setzen. Dafür habe ich jetzt $2 ausgegeben, ist das super. Ah, hier noch Geld rum. Das kann ich auch schon mal plündern. Red Ribbon Brandy. Das ist ein kleiner Grafikbug. Da. Ja, man kann drüber hinwegsehen. Ein Teddy. Ah, genau, ich habe hier schon mein Werk vollendet. Dann gehen wir mal hier runter. So. Ich höre ein Geheule. Was gerade mein Schatten? Ich hoffe mal. Da kommt jemand raus. Was geht jetzt gerade ab? Eigentlich zocke ich nicht gerade um 2 Uhr morgens, weil ich glaube, gleich werde ich wirklich schreien oder so. Ich sehe dich! Ich hab ihren Schatten gesehen. Was eine Fotze. So. Genug Muni. Hey. Ja, Sophia Lamp. Dann kann ich mich noch erinnern, wie die heißt. So. Ich kenne die Oberfläche, Eleanor. Ich habe mein halbes Leben dort verbracht, im Dienst des Allgemeinwohls. Aber dann musste ich hören, wie fette alte Männer meine eigenen Worte ins Gegenteil verdrehten. Wie Monster kauerten sie über der Asche von Hiroshima. Wäre die moderne Welt mein Patient? Meine Diagnose lautete Selbstmordgefahr. In einem einzigen Punkt hat Andrew Ryan vielleicht recht. Rapture ist die Erlösung. Oh ja, da hat die vielleicht sogar recht. Ich glaube wirklich, es würde mich wirklich interessieren, wie eine Stadt unter Wasser in der modernen Zeit aussehen würde. Mein Haus. Oh, mein Haus. Oh, verrecke. Da würde mich mal wirklich interessieren. Ich meine, das ist jetzt hier 1968, aber ich würde mal wirklich mich. Es würde mich interessieren,
Oder eine bessere Frage. Es würde mich sogar. Also eine bessere Frage, sag ich schon. Eine bessere Sache würde mich interessieren. Und zwar. Und durch unsere Einheit transzendieren wir das Selbst. Ich bin mich gerade so erschrocken von der Durchsage von dieser Lamp. So, schauen wir mal. Wird überhaupt mein Ziel hier markiert? Oder muss ich es selber rausfinden? Wo waren wir denn überhaupt? Wir waren hier vorne. Wir waren noch links nicht. Oder komme ich ja später dahin? Kaputt gemacht, nicht wahr, Edna? Alles, was du anpackst, wird zu Scheiße! Armsee, lass das arme Lady! Sie ist wehrlos! So. Ach, stimmt, die ist erst noch hinter mir. Im Moment ist alles auf den Beinen. Außer Ihnen. Sie haben die aktuelle Plasmid-Produktlinie von Wine Industries. Wow. Wenn du beim Hacken einen blauen Bonus schaffst, richten sie mehr Schaden an. Gehackte Geschütze sind auf deiner Stelle und greifen auf deine Seite. Stelle! Immer noch nicht probiert. Wird es nicht langsam Zeit? Entwickeln sie sich weiter. Noch heute. Ich glaube, ich komme später dahin. Na gut, regeln wir erstmal das mit den. Oh, warte, hier kann ich noch was hacken. Oh ja, geil, Hackfallen. Ich finde dieses Hacken sogar in dem Spiel besser als bei Bioshock 1. Aber das habe ich schon beim letzten Mal gesagt. Aber ich kann es immer wieder sagen. Das ist wirklich hier besser. So. Gehen wir mal nach von unten aus. Ja, beim letzten Mal ging ja dieses Tor hinter uns auf. Jetzt werde ich auch mal mehr diese Waffe nutzen. Aha. Bohrertrieb. Oh, ich hatte einen vollen Bohrertrieb. Vielleicht soll ich auch mal den Bohrer nutzen. Dick und dünn. Ich schätze, jetzt weiß ich, wer meine wahren Freunde sind. Tja. Keine Sorge. Du brauchst keine Freunde da, wo du hingehst. Hat der mich erschrocken? Habt ihr nun davon, dass ihr mich hier die ganze Zeit killen wollt? Oh! Komm schon rein. Wahrscheinlich muss ich hier was finden. Oder die Tür freischalten. Frage mich, wie ich das mache. Aber ich finde schon einen Weg. Komm doch! Ich hab keine Angst. Oh, hallo. Die Kinder sind endlich eingeschlafen. Im Park ist es jetzt überall still. Ich kann selbst nicht schlafen. Wir sind also ganz unter uns, Mr. Diktaphon. Sie, ich und das Jahr 1959. Was wohl das nächste Jahr alles bringt? Was war das? Irgendetwas ist passiert. Das Licht ist ausgegangen. Kinder, bleibt in euren Schlafsäcken. Es ist alles in Ordnung. Oh. Ja, ist das Ding ein Diktaphon? Könnte gut sein. Ich vermute mal, dass es Diktaphon heißt, weil die das so genannt hat. Oh, fuck! Oh, no! Du warst das. Du wolltest mich töten. Na gut. Boah, wie die flog, eine 3 will ich ihr geben, dafür. Hat noch der dreifache Salto gefehlt. Moment.
Wird wir später. Oh, Antipersonenkugeln. Warum verwende ich die nicht? Pack mal fest drauf. Wir haben noch genug andere Muni. Ach, da rechts war auch noch etwas. Muss ich vielleicht. Ach komm, ich komme glaube ich hier wieder. Deswegen gehe ich erstmal so lang. Warte mal. Nein! Oh. Wie kann ich ihr nochmal. Also wie kann ich sie nochmal fragen, wo Adam ist? Das auch nicht. Oh, wieso bin ich so langsam? Ich würde gerne wissen, ob ich da oben irgendwas machen musste, damit ich die Türen aufbekomme. Ein Vergnügungspark. Ja, komm, Andrea, wir kennen schon deine Philosophie. Ich bin einfach zu langsam, finde ich, für das Spiel. Ich müsste irgendwas haben, damit ich schnell sprinten könnte. War da gerade ein Gegner? An der Oberfläche beackert der Bauer den Boden, setzt die Kraft seiner Arme ein für sein eigenes Heim und sein eigenes Land. Aber die Parasiten sagen nein. Was einst dir gehört hat, gehört jetzt uns. Wir sind der Stand. Wir sind Gott. Wir fordern unseren Anteil. Ich wusste es. Oh, Alter! Ich bin gerade vom Stuhl geflogen. Oh, ein Glück habe ich nicht als Abstand zum Tisch. Ich glaube, ich hätte mir jetzt wahrscheinlich ein paar Beine gebrochen dabei, ja. Was? Halte, vier gedrückt. Ah, vier gedrückt halten. Da geht's lang. Ja. Boah, die schönen Nietenkanonen irgendwie scheiße. So, wo geht's lang? Nee, aber du. Deswegen. So. Das Geschütz ist mein. Hey, yo. Ja, wir kennen das schon. So. Wo ist die Leiche? Ah, ist die Leiche mit dem Adam. Da. Bevor ich aber das mache. Seit der Park vom Rest der Stadt abgeschnitten wurde. Ich schone meine Kräfte. Ich sitze hier in dieser Werkstatt fest, umzingelt von diesen heulenden Gören, die versuchen reinzukommen. Meine Nahrung, meine Waffen, sie wollen alles haben. Aber ich habe einen Plan. Ich richte das Transport-U-Boot her, das in der Wartungsbucht vor sich hinrostet. Und dann nichts wie weg. Diese Tiere wollen Rapture haben? Von mir aus gerne. Ich habe gerade den Notausschalter für den Alarm gesehen, das heißt, irgendwo hier ist auf jeden Fall eine Kamera. So, jetzt hole ich erstmal mir die Leiche. Du bist dran, Sister. Ich hasse dich nicht, Delta. Tatsächlich empfinde ich für dich das Gleiche wie für jedes andere denkende Wesen. Aber ich kann nicht tausende meiner Kinder für einen einzigen rebellischen Sohn opfern. Wo sind die denn? Oh, fuck! Wie viele hier kommen?
Kannst du dich ein bisschen beeilen? So, lass das Kind in Ruhe. Tapf, schneller, sag dich. Ja, freut mich für dich. Leck mich am Arsch, ey. So, du willst nicht auf die Arme genommen werden? Ja, mach ich. Okay, das Geschütz ist gleich down, aber die Sisse hat, was ich brauche. Deswegen kann das Geschütz ruhig jetzt Pause machen. Komm her. Ich sage den anderen Mädchen, dass ich den besten Daddy der Welt. Ja, das freut mich. Okay, alter Junge. So, schauen wir mal, was hier... So. Wir haben jetzt fast genug, Adam. Um den Rest zu bekommen, musst du dich um diese Little Sister kümmern. Im Werkraum sollte einer der Lüftungsschächte sein, die sie so gern haben. Bring sie da runter. Oh, du miese Ratte, Alter. Lärm wird mehr und mehr zum Problem. Diese Frau ist eine Kollektivistin. Hier in Rapture. Wie konnte der Rat das übersehen? Schlimmer noch, sie treibt ihre Patienten in einen religiösen Wahn. Bevor der Rat überhaupt merkt, was gespielt wird, entsteht hier ein neuer Kreml. Es muss etwas geschehen. Ich lasse nicht zu, dass meine Stadt von Parasiten verraten wird, in welcher Gestalt auch immer. Ich denke, es ist an der Zeit, Sinclair anzurufen. Ja, warte mal, Sinclair. Ach, den wir gerade da hatten, oder? Also der uns jetzt gerade hilft. Okay, gehen wir mal weiter. Nach der Aufnahme muss ich mal wirklich überprüfen, wie der Ton ist von meiner Stimme. Ich will nicht wissen, was das war. Ich gehe einfach weiter. Oh, Eremiten. Rapture ist ein Paradies des Egos, Eleanor. Unter Ryan singt eine ganze Stadt das Loblied auf Habgier und Stolz. Aber die Wahrheit liegt im Körper. Schon sind sie es langsam leid, in fruchtlosem Konkurrenzdenken gegeneinander zu arbeiten. Sieh dir die gekrümmten Rücken an, die verzerrten Gesichter. Ryan hat uns mehr versprochen, scheinen sie zu sagen. Woran sollen wir jetzt noch glauben? Und Eleanor, es ist an uns, das zu beantworten. Ich habe das Gefühl, dass Eleanor wirklich sehr, sehr wichtig ist, so wie die sie behandelt. Der Parasit schafft selbst gar nichts. Seine einzigen Werkzeuge sind Steuern und Abgaben. Leute zur Herausgabe dessen zu bringen, was er nicht verdient hat. Wir in Rapture behalten, was uns gehört. Sehr gut. An der Oberfläche steckt der Wissenschaftler seine ganze Gedankenkraft in eine großartige Idee und erhebt sich so auf natürliche Weise über seine Mitmenschen. Aber die Parasiten sagen nein. Entdeckungen müssen reglementiert werden. Sie müssen kontrolliert und schließlich an uns übergeben werden. Das Traurige ist, dass manches davon sogar stimmt. Ich will jetzt nicht vorwerfen, welche Regierung eventuell, aber weil ich selbst habe keine Ahnung, aber definitiv stimmt das, was hier gesagt wird. Und das ist das Geile an Bioshock. Eigentlich erzählen die auch hier wirklich Fakten auch, ne? Also wirklich so die... Ein Künstler strebt danach, seine Ideale in einem Gemälde auszudrücken, um sein Publikum zu fordern und seiner Vision Unsterblichkeit zu verleihen. Aber Parasiten sagen nein. Deine Kunst muss unseren Zwecken dienen.
Deine Ideale sind gefährlich für das Volk. Sad face. So weiter geht's hier. Ich mach, lass das arme Mädchen los. Sie ist wehrlos. Hast du was gesagt? Sorry, ich verstehe dich nicht. Hast du was gesagt? Schade, ich habe keine Schraubenschlüssel mehr, sonst hätte ich hier noch eine mitgegeben. Angst, es mit einer Stärkeren aufzunehmen? Hat sie gerade gesagt, sie ist stärker als ich? Das wollen wir gleich schon dabei stellen hier. Ich habe mehr Hirn als du. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe dich megamäßig fertig gemacht. Aber es ist nur meine Vermutung. Medikit brauche ich definitiv. Was bietet der mir hier? Hey, Kugeln! Bist du deswegen hier gekommen? Wahrscheinlich. So, schauen wir mal, was Andrew Ryan hier noch zu sagen hat. Da ihm selbst jegliche Genialität fehlt, fürchtet der Parasit den Visionär. Was er nicht abkupfern kann, will er zensieren. Was er nicht reglementieren kann, will er verbieten. Rapture basiert auf einer Idee. Und Ideen sind hier unantastbar. Also Tenenbaum würde wollen, dass du diese Sister wieder zu einem Menschen machst. Das brächte uns gerade genug, Adam, für unsere Zwecke. Und ich nehme mal an, die anderen Mädels, die sie gerettet hat, würden versuchen, sich dankbar zu erweisen. Aber in Rapture wird um alles oder nichts gespielt. Und sie ist der Jackpot. Du musst nur willens sein, dir alles zu nehmen. Und du hast mehr, Adam, als ein Plasmid dich kostet. Der Rest ist ein Bonus obendrauf. Überleg's dir. Hier unten heißt es, dein Leben oder ihres. Ah, also geben die mir auch hier die Wahl, ob ich sie rette oder ob ich sie einfach um ihren Adam beraube. Ist das safe? Ah, verdammt. Ja, extra Geld hätte ich bekommen können. Ah, scheiße. Da war ich ein bisschen zu schnell. So. Ich höre hier irgendwas unten. Ich dachte gerade, das sind Gegner, ne? Ja, diese Puppen können nichts anhaben. Hey! Ach, ich hab zu viel Adam noch? Okay. Ich schau mich nebenbei auch hier mal um, ne? Ich will einfach wissen, ob... Oh, da! Da geht's raus. Ah! Oh. Feuerwehrwagen, Mama! Wenn du eine Little Sister zu einem Lüftungsschacht bringst, kannst du auswählen, ob du sie retten oder ausbeuten willst. Beutest du sie aus, dann bekommst du das Adam-Maximum, das du für Plasmide ausgeben kannst. Doch sie wird diesen Vorgang nicht überleben. Rettest du sie, bekommst du weniger Adam, aber das Mädchen wird geheilt. Wisst ihr, ich werde dasselbe machen wie im ersten Teil. Und zwar retten. Tja, unser Eisenmann hatte eben immer schon ein goldenes Herz. Ich finde das ja gefährlich hier unten. Aber du hast genug, Adam. Gerade mal so. Geh zur Hall of the Future und spleiß dich mit einer Ladung von dem Abfackelplasmid hoch. Wird gemacht. Wäre so schön, wenn ich eine Liste hatte, ne?
Ich werde euch zerfleischen hier mit meinem Bohrer. So. Oh. Ich werde vielleicht schon den Antipersonendingern nicht viel verbrauchen. Könnten vielleicht wichtig werden für spätere Kämpfe. So. Habe ich ja alles? Gut. Jedoch bin ich dafür, dass wir jetzt da in die Hall of Heroes, glaube ich, war das gewesen, beim nächsten Mal uns begeben. Da würde ich mal sagen, ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.